Ja, herzlich willkommen zum letzten Teil, mutmaßlich in Unpacking. Ich habe mir für die letzte Sitzung einen frischen Kaffee geholt, denn irgendwie ist es schön, so ein Spiel bis hierhin zu spielen und dann abzuschließen. Und es ist für mich wirklich was Besonderes, weil ich das Spiel sehr genieße. Es entschleunigt unglaublich. Und wie in der einen oder anderen Folge schon gesagt, kann man unglaublich viel darüber lernen, wie man selber als Mensch kategorisiert, wenn man so ein Spiel spielt. Also wir hatten neben der Magnesiumbox für das Klettern auch das Whiteboard für den Kühlschrank als einen Gegenstand, den ich einfach nicht gekannt habe. Und man erkennt daran Folgendes, dass man, wenn man diese Gegenstände natürlich nicht erkennt, in der Sache auch so gut durch das Spiel kommt. Aber es entgehen einem Details. Und das ist vollkommen unproblematisch, weil die Geschichte natürlich auch so funktioniert. Aber in letzter Konsequenz kann man das Ganze nicht so zusammenpuzzeln, wie man es eigentlich braucht. Und projiziert dann dementsprechend auch nur einen Teil der Geschichte. Aber sei es drum. Ich freue mich jetzt erstmal auf die aktuelle Folge und den letzten Teil. Vielleicht fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Also nicht wundern, Mathilde hat auch noch mal angefangen. Wir sind genau hier im Juli 2018 zusammen mit unserer Protagonistin, die wir begleitet haben, aus ihrem Kinderzimmer in verschiedenen Stationen ihres Lebens. Sie hat studiert, ist dann bei einem jungen Mann eingezogen, dort ausgezogen, lebt jetzt zusammen mit einer Frau. Und bekommt oder hat ein Kind mit ihr. Sie hat sehr viel Sport gemacht in ihrem Leben, bis sie mutmaßlich, so würde ich jetzt mal schließen, einen Unfall hatte und dem Sport nicht mehr nachgehen kann. Und dieser Unfall oder diese oder das, was ihr da passiert ist, hat sie offensichtlich so geprägt, dass sie bewusst für sich bestimmte Entscheidungen in ihrem Leben getroffen hat, nämlich zum Beispiel, dass sie wieder anfängt zu zeichnen und möglicherweise auch zu schreiben. Und jetzt sind wir in dem letzten in dem gemeinsamen Haus, das sie mit ihrer Partnerin teilt und mit ihrem Kind, das sie entweder erwarten oder schon haben. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache mich jetzt mal wieder ein bisschen kleiner. Und wir wissen, dass sie viel gereist ist. Ihre Einflüsse sind sehr stark gewesen. Sie war in Schweden, sie war in den Niederlanden, sie war in Großbritannien, in Frankreich, in Paris und in Italien. Italien hat sie sehr, sehr geprägt, auch bis in die Küche hinein, also was das Essen anging. Und möglicherweise, das hatte ich beim letzten Mal gemutmaßt, haben die beiden geheiratet, wie man sehen kann, im Sommer. Es bleiben, glaube ich, jetzt im Moment nicht mehr so viele Räume und ich schaue mir die mal ganz in Ruhe an. Hier hatten wir das Wohnzimmer. Also sie spielt leidenschaftlich gern. Sie ist ein Nintendo-Fan. Sie hat eigentlich faktisch durchgehend jede Konsole, die hier eine Rolle spielte. Hat aber nach der Wii aufgehört. Also das heißt, hat es nicht weitergegangen zu Wii U oder Switch. Und das zeigt auch vielleicht schon so eine Verlagerung an. Das Interesse, jetzt sehe ich hier gerade, dass die Decke hier nach unten liegt. Die lassen wir da nicht liegen. Die Küche schauen wir uns gleich gemeinsam an, im gemeinsamen Esszimmer, Ess- und Spielzimmer. Sieht man, dass sie bestimmten Traditionen treu geblieben ist. Sie steht jetzt zu ihrem jüdischen Glauben. In ihrem Arbeitszimmer haben wir gesehen, dass sie ihr eigenes Buch veröffentlicht hat. Und zwar als möglicherweise als Essenz dessen, was sie in ihrem Leben gemacht hat, nämlich sie hat immer gern gezeichnet und entworfen. Hier sieht man es schon, das sind neue Entwürfe, möglicherweise für ein zweites Buch. Und das sind ihre Auszeichnungen. Und hier hatte ich gedacht, dass sie möglicherweise als Autorin eine Lesestunde gibt, also das heißt eine Autorenlesung. Und das ist, freut mich ganz besonders. Treu geblieben ist sie immer Anti-Hero, was man sowohl an Klamotten sieht, an Merchandise, das sie mit sich herumträgt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Jetzt wollen wir erstmal hier
ihre Autorenexemplare ihres ersten Buches, mutmaßlich, hier in das Regal. Sowas wird ja auch gern signiert. Eins lasse ich am Schreibtisch liegen. Das kann ich verraten. Das mache ich auch. Ich habe meistens aus ganz verschiedenen Gründen ein Buch, mit dem ich mich beschäftige und an dem ich selbst mitgearbeitet habe, am Schreibtisch liegen. Im Moment ist es, glaube ich, meine Konstruktionsgrammatik. Und das schleift sich so ein. Das sind so Routinen. Ach, eins wollte ich am Schreibtisch liegen lassen. So. Dann platzieren wir hier mal ein bisschen die Technik. Wir haben einen Scanner. Diesen Scanner stellen wir mal da ab. Und die Blume, wo stellen wir denn die? Die kann hier unten stehen. So. Ja, den Router wollte ich jetzt nicht darüber stellen. So. Dann haben wir hier noch eine Menge Figuren. Ausdruck ihrer Liebe zum Rollenspiel. Ich überlege, ob ich das nicht in das Esszimmer zu den anderen Spielen stelle. Das machen wir mal schnell. Das scheinen sie mir auch ganz gut aufgehoben zu sein. Aber sie sammeln nicht mehr aktiv, ne? Das sind jetzt faktisch nur noch die Relikte, die sie mitnimmt. Die Lavalampe, wo hatten wir die denn stehen? Hatte ich die nicht ins Schlafzimmer gestellt? Mal sehen, ob das noch sich noch ausgeht. Das müssen wir schauen. So. Ja, das kann gut hier dahinter stehen. Das braucht man ja nicht immer. Den Rechner hat man schon angeschaltet. So, jetzt kommt noch die Lampe dazu. Genau, die Sehnscheidenentzündung. Mutmaßlich, weiß ich noch nicht. Das Notebook, das brauchen wir nicht am Schreibtisch. Die Kopfhörer können wir hier mit daneben legen. Und Radiergummi haben wir keinen Platz mehr dafür. Sticker, Maus, Tastatur und dann eigentlich zentral das Zeichentablet. Also so würde ich es jetzt erstmal stellen. Da kann man so ein bisschen herrutschen. Das ist ganz gut so. So, Sehentscheide muss hier rüber. So würde ich erstmal das Arbeitszimmer lassen. Schön. Schauen wir mal in das Kinderzimmer hatten wir. Schauen wir mal ins gemeinsame Schlafzimmer. Was uns hier erwartet. Packen das erstmal aus. So, Teelichter. Bilder. Das schauen wir uns gleich in Ruhe an, was das alles ist. Ja, den Beruf ihrer Lebensgefährtin habe ich immer noch nicht erraten an den Utensilien, die wir hier auspacken. Das ist vielleicht eine Tierärztin? Naja, also wenn irgendjemand eine Idee hat, was die Lebensgefährtin für einen Beruf ausüben könnte, lass mich das doch bitte wissen. Das lässt mir keine Ruhe. Die Wärmflasche. So, 7000 Küken. Also das hat offensichtlich. Ist es ihre neue Sammelleidenschaft, diese Küken zu sammeln? Warum auch immer der Drucker jetzt erst ans Licht kommt. Was soll ich denn damit anstellen? Nee. Komm. Du gehst in den Schrank. Das habe ich im Übrigen bei mir auch so. Der Drucker steht nicht am Schreibtisch. Ich hasse Drucker. Ich hasse das wirklich so abgrundtief, diese Geräte. Da man tatsächlich, dass sie immer im Weg sind. So, die Yogamatte. Zwei. Also sie machen gemeinsam Yoga. Das ist doch
Ist doch, das habe ich, weiß ich auch noch nicht, was das ist. Das sieht, können das Boccia-Kugeln sein? Also die Tasche sieht zumindest danach aus. Ein kleiner Radiowecker. Ach, hat jede ihren eigenen. Ah, das ist ja süß. Okay. Zwei unterschiedliche Lampen. Warum? Okay. Gut. Also Schlafzimmer ging schnell. Das schaue ich mir gleich an, aber das Notizbuch, hat das einen Grund, warum das hier liegt? Nee. Gut, okay. Also das ist, daraus können wir nichts schließen. So. Also sehr viele Tierbilder, auch nicht in ihrem und Pflanzenbilder. Auch nicht in ihrem Stil. Bis auf den Käfer. Da hatte sie früher mal so ein. Ich glaube, da hatte die sie das ein Terrarium mit dem Käfer drin. So, die Taschen können wir hier eigentlich unter das Bett stellen. Den Wecker nehmen wir mit hier rüber. Oh nein. Wenn man aufstehen will, muss er weit wegstehen. Die Radios können wir tatsächlich hier mit ans Bett stellen. Einmal Klaviermusik. Ich weiß nicht, was das ist. Das macht mich verrückt. Ich habe überhaupt keine Idee. Notizbuch und Walkie-Talkies. Eine Katze. Ein Teelicht kann ich reinsetzen. Die Kopfhörer können wir hier mit reinlegen. Ist natürlich kein Platz mehr für die Pflanze hier. Das ist gut. Ach so, das sind jetzt die unterschiedlichen Etagen. Das ist jetzt das Erdgeschoss. Ach, ist auch nochmal ganz hübsch. Da sieht man das Wohnzimmer, die Küche, das Arbeitszimmer, die Garage, Gäste-WC, Eingangsbereich. Und die obere Etage haben wir das Schlafzimmer, eine Ankleide. Aber gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. So. Platzieren wir jetzt mal die Küken auf dem Bett noch schnell. Ja, wenn man noch keine Lust hat oder wenn man schon bei der Sortiererei, bei der Wäsche sich gedacht hat, na, das geht doch bestimmt schneller oder besser, dann kommt man hier mit den Küken echt ans Limit. Die haben auch keine innere, ja, das hat auch alles keine innere Logik. Sondern das sind, glaube ich, einfach Sammelgegenstände. So, jetzt gehen wir mal, versuchen wir mal schneller ins Arbeitszimmer zu kommen, als immer über die durch das Weiterklicken von Räumen. Ja, das scheint mir gut zu gehen. So, und das Ganze würde ich ganz gern in die Ankleide packen. Oh Gott. Ein Hut. Der ist neu, der Hut. So, sehr viele Bügel. Ich glaube, das kann man aber gleich hier hochhängen. So, ich würde das mal wieder noch. Also die Shirts ändern sich nicht. Da hat sie
zwei Standards, die sie seit Ewigkeiten mit umzieht. So. Einheitliche Bügel, das ist schon mal. Da gibt es offensichtlich ein Commitment, dass man jetzt hier nicht weiter mit den. Ah, da ist ihr Fencap zur Anti-Hero. So, ein Kleid. Noch ein Bügel. Wir entscheiden dann nachher, was wir aufhängen. Da ist ihr Anti-Hero-Shirt, also das komplette Setting. So. Das sind die Kleider, also das ist von ihrer Partnerin, die offensichtlich auch näht. Ein paar Hotpants. So. Ein Schminkspiegel. Strickjacke. Ah, jetzt gehen die Socken los. Ich würde wenigstens erstmal versuchen, die Kartons auszuräumen, bevor ich jetzt. Oder schaffen wir das schon, dass wir die Kiste. Ah, eine Schublade kriegen wir auf. Dann würde ich jetzt schon mal anfangen, hier die Sache einzusortieren. Und man verzeiht mir, dass ich jetzt nicht mehr sortiere nach. Noch ein Kleid. Die Kleider waren hier, ne? Noch eine Bluse. Das war eine. Oh, das passt nicht aufeinander. Dass ich jetzt nicht sortiere die Wäsche. Obwohl das interessant wäre, dass, ob man das kann. Also ob man. Ah, man kann. Denn wenn ich mich recht erinnere, mochte ihre Lebensgefährtin besonders gern Punkte. Und dann kann man ja erstmal alles mit Punkten genau dort sortieren. Ja. Okay. Wir bleiben mal dabei. Mal sehen, ob. Oh, das ist eine abgefahrene Hose. In der Tat. Ich habe die Idee. Das sind immer. Ich glaube, mit ihrer Liebe zu Punkten hat die neue Frau im Leben unserer Protagonistin sie angesteckt. Und zwar, sie tragen paarweise. Also sie tragen paarige Unterwäsche. Ja, warum nicht? Also es gibt zumindest ein paar Sachen, die sie zweimal haben. Und ich würde mal draus schließen, dass es kein Zufall. Ich würd mal mutmaßen, dass es kein Zufall ist. So, jetzt packen wir mal ein bisschen weiter aus. Das kann hier oben mit hin. So, jetzt haben wir hier die. Noch eine Hose. Wieso kann ich die da nicht aufhängen? Muss ich wahrscheinlich die Schubladen schließen. Genau. Das sind ihre LGBTQ Socken. Die müssen natürlich mit, ne? Also für die. Das passt natürlich nicht hier rein, es ist so klar. Es ist so klar. Also wieder alles umsortieren. Hey. Die Bücher hier rüber noch mit. Können die Gitarrenbücher können nach oben. Obwohl, das ist auch Quatsch, ne?
Wie man das alles versucht, auch alleine an diesen schematischen Darstellungen orientiert zu sortieren. So, dass das Ganze vernünftig steht. Das ist verrückt. Es ist nur ein Spiel. Es ist vollkommen uninteressant, ob das da steht oder dort. Das funktioniert auch so. Aber egal, wie man versucht es zu sortieren. Also ich zumindest. So, in der Ankleide waren wir. Oh Gott. Ein Parfüm. Noch ein Parfüm. Sportsachen. Was haben wir hier? Ein Tresor für Wertgegenstände. Ja, dafür habe ich jetzt keinen Platz mehr. Ich habe zu viele Hosen. Ah, jetzt setze ich die Musik wieder ein. Gut. Kriege ich da noch die Hose ran? Gut. Schön noch ein Hosenbügel. Dann kriegen wir alle Hosen runter. Mensch, das sind viele. Also echt viele Bügel. Nochmal schwarz. Da fehlen noch die ganzen Schuhe. Ach so, nee, die haben wir ja vorne im Eingangsbereich stehen. So. Eine zweiteilige Tasche mit einer recht stabilen Tragehilfe. Das ist irgendwas mit, also ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil ich es sowieso nicht könnte, aber ich denke, das ist wirklich irgend sowas wie eine, also dass die Lebensgefährtin wirklich sowas ist wie eine Medizinerin oder Arzt. Aber schlagt mich nicht, das könnte auch total daneben liegen. Einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Das ist wieder hier, das ist auch paarweise. Ja, das sind zwei Paar Socken, die identisch sind. Es gibt ein bisschen Zeug, was einzeln ist, aber hier die zum Beispiel, die Unterwäsche ist gleich. Hier die Unterwäsche ist gleich. Und die mit den Punkten hatten wir ein paar Mal gleich hier. Moment. Die nicht, aber die. Ja. Die ist auch ein Solitär. Die aber nicht. Die Socken. Oder sind es einfach Reisetaschen? Jetzt bekomme ich jetzt hier die Socken nicht in das eine Fach rein. Das wäre. Das ist ein Schlafanzug. Gut, okay. Dann versuchen wir mal das Ganze unterzubringen. Also die Jacken kann ich die nicht hier oben hinhängen, ist die zu lang. Das hier vor, das darüber. Dann versuchen wir mal die Taschen. Da unten zu platzieren. Gut. So, hier die Schubladen zu. Machen wir jetzt erstmal die BHs. Ich meine, witzig, dass sie angefangen, im Partnerloop zu tragen. Weiß jetzt nicht, wäre ich jetzt kein Fan davon, aber muss ich auch nicht sein. Aber das zeigt schon ein bisschen an, wo die Reise hingeht und dass sie sehr gut miteinander auskommen. Sport-BH, würde ich jetzt mal denken. Der aber eindeutig der Lebenspartnerin gehört und nicht unsere Protagonistin. Dann hatten wir hier aber, das ist Nachtwäsche. Waren das Röcke hier? Kann ich die irgendwie noch? Nee. Kann ich die Kleider hängen? Nee. Die Blusen wenigstens. Ja, das kann ich hängen. Dann mache ich das doch alles, was ich jetzt noch hängen kann. Hänge ich doch auf. Spart Platz im Schrank. Das kann ich auch hängen. Ach, schön. Gut. Strickjacke, komm. Das geht doch auch. Und ein, ja.
So, ne, das sieht doch schon sehr aufgeräumt aus. Dann haben wir jetzt eigentlich. Was war das eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Das habe ich vergessen, was das war. So, kann ich hier aber nicht hängen. Gut. Muss ich ja auch nicht. Ich habe ja noch genug Platz, zum Beispiel in Schubladen. Da. Obwohl das echt Verschwendung ist. Ah, die Röcke kann ich, glaube ich, noch hängen. Dann machen wir das doch mal. So. Das sieht doch schon sehr gut aus. Nee, die kann ich nicht hängen. Ach, die muss ich an den Hosenbügel hängen. So, dann legen wir mal ihre kurzen Hosen hier mit rein in den Schrank. Ach so, das ist nur. Ach, das, ich habe gedacht, das ist eine geteilte Schublade. Das ist nur. Das ist nur Show. Dann legen wir mal da die Schlafanzüge rein. Also das Nachthemd. Und den Schlafanzug. Und. Gut. Ah, super, jetzt, nee, wir räumen das jetzt mal alles hier einfach ein. Das ist, das würde auch nicht besser, wenn es hier unten rumliegt. Aber wo wir den. Das weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Den würde ich jetzt mal hier aufstellen. Den Spiegel daneben. Das Parfüm an die Seite. Das sind ja Welle für die Näheutensilien. Kann ich die Schatztruhe vielleicht auf die Kiste stellen? Ne, kann ich nicht. Und den Tresor parken wir einfach hier unten. So. Ja. Mehr Zeit möchte ich da jetzt eigentlich nicht reinstecken. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad machen wir gleich, Arbeitszimmer. Jetzt mal, schauen wir uns erstmal das an hier. So viel haben wir ja nicht mehr zu stellen. Das können wir ruhig am Tisch stehen lassen. Den Leuchter auch. Die Gläser kommen ins Regal. Dann haben wir da noch eine ganze Menge Bücher auf dem Boden liegen. Um die kümmere ich mich gleich. Genau, das Notebook von der Lebensgefährtin liegt da unten. Ich. Das klingt ein bisschen blöd, ne? Von der Lebensgefährtin. Aber was anderes ist mir nicht eingefallen. Man hätte drauf kommen können, dass man vielleicht die beiden Protagonisten irgendwie benennt. So, da haben wir ja noch das Buch übrig und den Gameboy. Den Gameboy können wir eigentlich mit hier unten reinlegen. Wie man es macht. Ach, da ist ja noch was. Ach, hier, und die Ratgeberliteratur fürs Baby. Ich denke, das ist noch mal Venedig gewesen hier. Das war noch mal Venedig. Ich krieg's ja echt nicht hin. Zu den Reiseutensilien. Auch vielleicht können wir es ins Wohnzimmer stellen. Da sieht es vielleicht ganz hübsch aus. Und da oben haben wir auch noch Platz.
Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Bücher unter von denen, die wir hier nicht stellen können. Aber wenn wir das hier ein bisschen sortieren, bekommen wir auf alle Fälle noch den Gameboy hin. Da liegt er hier auch ganz gut. Aber ich mag das, wie die Musik einsetzt. So, und dann haben wir hier noch das Bild ihrer Familie. Ja, das passt noch ganz gut damit hin. So, das stellen wir da hin. So ist es schön. So, der komische Walfisch, der geht wieder ans Fenster. Moment, Salz und Pfeffer. Die Platzdeckchen. Ein Haushalt ist nur ein guter Haushalt, wenn er auch Platzdeckchen hat. Habt ihr Platzdeckchen? Wir nicht. Ich bin eigentlich ganz froh drum. Also ich bin sehr froh drum. Das ist irgendwie so. So, und den Leuchter stellen wir in die Mitte. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen komisch, der Leuchter und das Pfeffer und Salz daneben, ne? Naja, sei es drum. Ein bisschen aus wie in der Kantine. Das wollte ich ins Wohnzimmer stellen, die Spiele, ne? Die Bücher. Ach klar, die können gut da oben drauf. Passen sie denn wenigstens thematisch zusammen? Ja, komm, ist egal. Da können wir vielleicht auch noch eine von den Pflanzen hinstellen. Da waren da drüben ein bisschen viele. Und zwar hier oben drauf. Die Brettspiele haben wir auch hier. Da können wir das. Und das Brettspiel noch mit umziehen, dann sieht das Zimmer doch eigentlich ganz hübsch aus. So. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Dann fehlen uns noch Küche. Ah, wir brauchen doch länger als vermutet. Aber wir schauen nochmal durch. Also, wir haben das Schlafzimmer ist fertig. Die Ankleide ist fertig. Ankleide ist fertig, Schlafzimmer ist fertig. Kinderzimmer ist fertig. Gästebad kommt noch. Arbeitszimmer ist fertig. Das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus, ne? Das sieht so aus, als ob man hier wohnen könnte. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass jetzt hier in der Küche noch so 750 unterschiedliche Utensilien verstecken, die wir dann in die anderen Zimmer tragen müssen. So, aber das. Wir packen jetzt erstmal aus. So, die Kühlschrankmagneten. Das sind die zwei. Das sind die zwei. Ja. Hier zusammen mit ihren Freunden. Ach, süß. Küssen sie sich. Okay. Also es scheint gut zu laufen. Und das ist jetzt, wo wir das Paar mit ihrem Kind gleich verlassen werden. Da ist der Bus. Das war das, was ich befürchtet hatte, dass jetzt in der Küche die ganzen Dinger auftauchen. Eieruhr. Das Whiteboard für den Kühlschrank, wirklich. Ey, Mann. Da hätte ich auch drauf kommen können. Bin ich aber nicht. Deswegen nochmal ein Dank an Gail, dass sie mir das verraten hat. So. Ein Gewürzbrot, epischen Außenbasis, Töpfe. Ja, das sieht jetzt schon alles ein bisschen professioneller aus als in den Wohnungen, in denen wir vorher waren. Ah, ein Globus. Der ist neu gewesen.
Reiskocher. Nehme ich mal an. Immer noch. Weiß ich nicht genau. So. Backzutaten. Tassen. Ja, und das sieht auch so aus, als ob sie hier im Geschirr umgestellt haben. Der Kaffee ist geblieben, ihr als Leidenschaft. Das hat sie, nachdem sie aus der Wohnung mit ihrem Freund ausgezogen ist, mitgenommen. Also die Backutensilien nehmen im Umfang zu. Genau, das habe ich gebraucht jetzt. Das ist jetzt hier die Utensilien aus dem Bad. Mir fehlt ein großes Bad. Habe ich da was verpasst? Ich das übersehen? Da muss ich noch rein. Gut. Also ich denke, mit der halben Stunde, da sind wir schon gut drüber. Ich denke, wir laufen hier auf eine Stunde zu. Ja, ich nehme an. Okay. Dann nehmen wir das Bad machen wir auch später. Wir gehen jetzt erstmal runter in die Küche. Küche, Küche, Küche. Wo ist sie da? Und packen hier weiter aus. Also die asiatisch-italienische Küche scheint es geblieben zu sein. Andere Einflüsse sehe ich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht. Vernünftige Käsereibe. Das ist ein Bild oder was ist das? Eine freie Wand suchen. Haben wir überhaupt noch eine freie Wand? Nee, das ist kein Bild, sondern vielleicht eine entweder Müllbeutel oder ein, ja, Müllbeutel, das sieht so aus. Ach, da steht doch gleich ganz gut da. Okay. Schauen wir mal noch weiter. Teller. Ah, okay. Jetzt kommt das Servier, ein Schneidbrett, eine Mikrowelle. Ah, die Kühlschrankmagnet mach ich mal lieber gleich ran. Das ist. Kochlöffel. Spaghetti-Zange. Ja, wir professionalisieren uns. Ah, Streichhölzer für ihren Leuchter. Eine Bürste. Ach, dieses Ding zum Trocknen von Tellern, ey. Wie viel von den Blechen braucht ihr? Herr im Himmel. Also sie backen sehr, sehr gern Plätzchen. Also haben wir vier Backbleche. Die Ausstechformen haben sich vervielfacht. Wahrscheinlich machen sie den ganzen Tag nichts anderes außer Plätzchen backen, wenn sie Zeit haben. Was ja auch schön ist. So, das kommt da unten rein später. Jetzt kommen die ganzen Putzmittel. Dann noch die Buchstaben kommen. Jetzt könnte ich ja mal versuchen, die Aufgabe zu lösen. Es fehlt jetzt noch die Messerblock. Es fehlt jetzt noch die 3. Oder habe ich die noch übersehen? So, Besteck. Anti, also die hat echt aufgestockt. Anti-Hero, das ist eine Trinkflasche hier als Merch. Also da hat sie in letzter Zeit echt ein bisschen nachgeholt. Aber ich habe ihre. Wer will, kann ja aus den Buchstaben Vornamen raten machen. Obwohl es mit Sicherheit noch ihre Initialen sind, wenn überhaupt. So, das klebt auch an der Seite gut. Jetzt probiere ich das mal. 1 plus 2 gleich. Ich kriege das hier nicht nebeneinander, das gibt es ja nicht. So. Okay, dann haben wir das in der Küche des Chaos. Wohl fast.
So. Das brauchen wir erstmal nicht. Das ist so sperrig, das Ding. Ich muss näher ran, sonst kann ich nicht wirklich gut erkennen, was ich hier wie platziere. Gut, das sind die Tassen hier. War das nicht der Zahnputzbecher? Nee, der Zahnputzbecher war kaputt. So, die Gewürzsachen und das ganze Öl, das stellen wir alles hier hoch. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles dahin kriege. Das Öl. Das sieht mal aus wie Balsamico. So, Zucker und Salz. Oh, hier die. Oh, je, je. Die große Maggi-Flasche. Ja, Glutamat regiert. Okay. Muss jeder selber wissen. Jetzt schauen wir mal. Den Kaffee kriegen wir den noch. Ah, super, den kriegen wir auch noch damit hin. Und die Kaffee. Ach, oh, das ist die Kaffeemühle, das ist gut. Dann probieren wir mal Zucker und Salz noch oben rein. Ach, sehr schön. Da haben wir jetzt dort alles beieinander und für die Geräte ein bisschen mehr Platz. Da können wir hier den Wasserkocher hinstellen. Und die Mikrowelle eventuell dahin. Das ist doch super. Dann stellen wir sie mal korrekt ein. 6:31 Uhr, sagt die Uhr. Und machen mal mit den Gläsern weiter. So, Moment, die Tasse. Das ist komisch, dass man jetzt das nicht in die Ecke stellen kann. Das würde mir jetzt sehr gefallen, wenn man es könnte. Und die Schüsseln zumindest hier drauf. Nee, das geht alles nicht. Gut, dann stellen wir die Gläser eben hier drüben rein. So. 3-4. Stellen wir den Mörser vielleicht noch hier daneben. Das passt gut. Die Glasschüssel. Die ist da eigentlich ganz gut dort aufgehoben. Den Messbecher, den können wir auch noch woanders hinstellen. Ich probiere jetzt erstmal die Schränke noch weiter einzuräumen und dann entscheiden wir mal, was wir noch oben stehen lassen. Also, intuitiv würde ich jetzt erstmal sagen, Küchenrolle sieht immer hässlich aus, wenn sie auf der. So, das stellen wir alles hier runter. Obwohl die hat Trinkflasche, da wird sie bestimmt Wert drauf legen, ne? Sonst hätte sie ja den nicht. Dann stellen wir das Zeug hier zusammen. Okay, was können noch dort unten rein? Die zwei hängen wir hier drüber. Ach so, da haben wir noch die Handschuhe. Die können wir eigentlich da mit dranhängen. Gut. Steht die da gut? Sieht sehr hässlich aus. Wiederstellen. Aber wir haben diesen komischen Reiskocher noch hier. Das heißt, ich werde jetzt da hochstellen und die Pflanzen daneben, damit es nicht so ganz fies aussieht. Messerblock können wir hier mit reinstellen. Obwohl der eigentlich besser hier stehen dürfte. Die Schwämme. Einen brauchen wir da. Obwohl, das hatten wir bisher immer in der Spüle liegen. Seife und Spülmittel. Honig. Den lassen wir da stehen. Okay, was muss jetzt dort noch mit rein? Das muss rein. Ach, da kommt ja noch dieses. Oh. Ne, wir lassen den Messerblock hier stehen. Denn wir haben hier diesen formschönen Tellertrockner. Mann, Mann, Mann. So, die Töpfe können wir eigentlich mit da unten reinstellen, weil das wird sonst knapp. Oder die Backbleche, die sehen nicht so hübsch aus. Und
den großen Topf kriegt man gar nicht rein. Die Pfanne würde man aber reinkriegen. Aber das kriegt man damit rein. Die Fischform. Die Müllbeutel. Okay. Dann schauen wir uns nochmal die Schubladen an. Löffel. Messer. Ach, da sind sie. Schlechtes Sortierfach gewählt, würde ich sagen. Naja, ist wie es ist. Kriegen wir da noch was anderes rein, was kleineres vielleicht? Ne, sieht nicht so aus. Haben nichts Kleines. Gut, dann nehmen wir mal, fangen wir mal von oben an. Wenn Ihnen das Backen so wichtig ist, dann gehört natürlich das Backutensil unmittelbar in die nächste Schublade. Und alle Formen gehören halt. Ach, die kleinen Dinger können wir da noch mit reinpacken. Das mache ich gleich. Also ein Herz. Also typische Weihnachtsformen sind das. Die sie da haben. So. Ah, da ist noch ein kleiner Teller. So. So, Spaghetti-Sieb und das gehören so ein bisschen zueinander. So, da probieren wir jetzt mal das ganze Zeug, die ganzen Sachen hier mit unterzubringen. Inklusive der Eieruhr. So, wir sind jetzt schon 47 Minuten drauf. Das ist ganz ordentlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir sind jetzt hier sehr viel schneller durch. Aber das Ganze ist natürlich auch ganz schön kleinteilig. So, jetzt habe ich noch eine Schublade frei. Was mache ich denn damit? Ah, ich weiß. Weg. Weg mit dir. So, jetzt haben wir das ein bisschen geschickt hochgenommen. So. Also ich nehme mal an, dass wir gar nicht den ganzen Platz brauchen werden. Die Pfanne stand auch sonst schon schön auf dem Herd. Und dann kommen die Utensilien hier hin. Da sieht man sie nicht sofort. Da können wir eigentlich... Das ist so, die Kaffeesachen stehen so verstreut jetzt. Das gefällt mir eigentlich nicht. Wo sie doch so gerne Kaffee trinkt. Ja, dann wandert der ganze Quatsch hier hoch. Und die Sachen ziehen in ein eigenes Fach. So, so muss das sein. So muss das sein. Ja, zumindest ist es mal der Anfang. Okay, jetzt schauen wir mal ins Bad. Gehen aber direkt nach oben dafür. Und da würde ich doch mal sagen, so gehört das Zahnbürste. Ah! Noch eine Anti-Hero-Tasse. Also jetzt ist echt gut. Also wirklich alles, was man, glaube ich, von der Marke haben kann, hat sie im Haus. Es fehlt noch ein Schal, ein paar Schuhe. So. So, auch hier die Handseife. Wie schon in der Küche. Insgesamt sieht man schon, wie sie sich sortieren, ne? Also das ist schon schön. Kamm, Kletteisen,
Also ich nehme mal an, unsere Protagonistin hat Locken. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt. Sonst brauchen wir das nämlich nicht. Da ist der. Der fehlte noch. Der schiefe Turm von Pisa. Ja, bemerkenswert. So, das gehen wir jetzt nicht nochmal durch. Da gehen wir gleich so hin. Das Pendant zum. Zu den Hühnern im Schlafzimmer. So, ein Handtuch. So, was haben wir hier? Jetzt kommen verschiedene Seifen und Cremes noch. So, da haben wir ein großes Handtuch. Pflaster. Ja, was man so braucht eben, ne? Ich glaube, das stellen wir mal oben hin. Eine Waage. Das wird schon wieder eine Herausforderung. Ja, die Kämme und Bürsten, das ist schon wieder. Das ist so groß, dass die ganzen Pasten. Versuche jetzt mal. Ja, wir gucken mal lieber, was in dem. Kann ich die Waschmaschine anmachen? Ach so, da kann ich das dann stauben. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Ein. Nee, das ist doch hier so eine Klebematte fürs Bad, damit man nicht ausrutscht. Ein Wischeimer. Das ist wieder hier ihre Erde. Halt alles, was wir gleich verstauen können. Das ist ein Handtuch. Keine Decke. Da. Dann. Das ist süß, man hört immer zwischendurch das Geräusch, wenn sie Treppen steigt. So. Ein Wäschekorb. Was der hat noch mit daneben? Oder soll der hier so mitten in der Gegend stehen? Ach nö, jetzt kommt doch nicht an und macht noch mehr von dem Klopapier. Wie viel braucht ihr denn? So. Ah, die kann man stauben. Gut. Waschpulver. Ah, das können wir dann da hinten in der Waschecke verstauen. Jetzt kommen noch eine ganze Menge an Handtüchern dazu. Und Wäschekorb. Okay, jetzt müssen wir das Zeug noch sortieren. Also, gut, die Handtücher kann ich stapeln. Ich versuche jetzt mal, das Ganze so gut wie es geht in diesem Raum da hinten unterzubringen. Kann ich das? Das kann
kann ich denn das nicht? Ich würde gerne das Waschmittel hier dahinter stellen. Na, ja, dann machen wir es eben so. Ach, so geht's auch. So, jetzt stellen wir erstmal diese ganzen Sachen hier oben ab. Das zum Beispiel. Da kann ich auch nicht hier reinstellen. Das wäre natürlich praktisch jetzt gewesen. So, jetzt schauen wir mal, was wir davon noch hier unterkriegen. Oh, das sieht auch gut aus. Die große Frage ist, was ich denn da unten reinlege. Obwohl, wenn man ein bisschen Platz hat, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. So, kann ich die stapeln hier? Na komm, dann stelle ich euch hier unten rein. Braucht man unmöglich alles. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, wieder den Anfängerfehler gemacht. Da ist natürlich extrem viel Platz im Spiegelschrank. Da packen wir jetzt mal das Ganze, die ganzen Schminkutensilien rein. Zumindest was ich denke, was Schminkutensilien sind. Was weiß ich, was das hier alles ist. Könnte man sich jetzt streiten, ob man da nicht lieber... Ja, das steht gut da. So, Moment, da können wir das dahin stellen, das dahin, das dahin. Die Papierhandtücher dahin. Das passt gut hier rein. Halt. Die Papierhandtücher zum Schminken machen freilich nur Sinn, wenn gleichzeitig an der Stelle auch geschminkt wird. Da stellen wir die kleinen Flaschen herüber. Ah, super. Das sieht doch sehr gut aus. So, der stört mich ein bisschen hier. Ah, dort steht er ganz gut. Ach, der Wäschekorb. Ach Mensch, wo stelle ich denn den Wäschekorb hin? Passt der auf die Maschine? Ja. So, dann machen wir das zu. Ja, so sieht es doch ganz ordentlich aus. Ja, so kann man das doch lassen. So kann man das doch lassen. So, das räumen wir in die Küche. Hier unten rein. Das Ganze wird eh noch mal meckern, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das hier die letzte Aktion wird. Na gut, das war unbeschaubar. Schauen mal. Also wir haben die Handseife, die überall im Haus identisch ist. So, in welchen Zimmern meckert er? Gut, Schlafzimmer. Nee. Also ich hätte gesagt Fieberthermometer, sei das. Muss es vielleicht doch ins Bad bringen.
Das ist Badethermometer. Das ist ein Badethermometer. Ja, klar. Nee, ist es nicht. Da oben darf ich es hinlegen. Also, wer weiß, was das ist, da würde ich mich auch gerne nochmal über einen Hinweis freuen. So, was ist hier falsch? Das ist okay, oder wie? Na gut, das verstehe ich, wer will. Jetzt haben wir noch Probleme in der Küche, im Wohnzimmer. Ach so, das habe ich nicht eingeräumt. Das schmeckt dir also nicht. Also ich würde das so nie einen Tisch decken, aber wer bin ich denn? So räumt es dann niemand. Naja, sei es drum. Kann man zwar alles nicht benutzen, aber es ist noch nicht fertig. Irgendwas stimmt noch nicht. Ach so. Da ist gut. Okay. Interessant. Da können wir aber allerdings auch die Spiele noch herstellen. Da müssen wir das ja nicht den Platz frei halten. So, so ist er hübsch. Was ist denn noch? Arbeitszimmer? Das? Ist das ins Wohnzimmer oder was? Tatsache. Okay. Gut, dann ist es vielleicht nicht von unserer Protagonistin der Auszeichnung, sondern eher von ihrer Partnerin. Der akzeptiert nicht, dass ich das Bräuchli lasse auf dem Schreibtisch. Er müsste mal meinen Schreibtisch sehen, wie der aussieht. Gut. Okay. Wenn es denn so sein soll. Und das Buch müssen wir noch ins Regal stellen, dann machen wir das doch. Wenn das denn so sein muss, wenn eine junge Nachwuchsautorin und Kinderbuchillustratorin nur glücklich ist, wenn ihr Buch im Regal steht, dann machen wir das doch so. Okay. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich einfach abbrechen sollte und ob dann nicht möglicherweise schon der Abspann läuft. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, das Haus der beiden gemeinsam einzurichten, die jetzt Kinder warten oder schon eins haben. Ist ein ganz tolles Spiel, das zum mehrfachen Spielen einlädt, zum mehrfachen Entdecken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viele Dinge noch nicht korrekt zugeordnet habe und auch noch nicht richtig einschätzen kann. Ich weiß zum Beispiel nicht, welchen Beruf die Partnerin hat. Aber vielleicht ist das auch für das Spiel gar nicht mehr so relevant. Hier sehe ich gerade, dass ich das nicht eingeräumt habe, das Regal. Aber egal, ich ziehe jetzt hier mal einen Schlussstrich drunter.
und schaue mir mit euch nochmal zusammen die einzelnen Statements zu den Zimmern an. Also ich freue mich darauf, das erste Mal in unserem neuen Haus zu schlafen. Was sagt es denn zum Kinderzimmer? Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen, als es ist noch nicht geboren. Es ist noch nicht geboren, aber sie bereiten sich darauf vor. Bad lasse ich mal weg. Arbeitszimmer. Ein professionelles Büro für mich, den Profi. Also sie ist, glaube ich, da angekommen, wo sie hin wollte. Und das freut mich sehr. Das sah ja eine ganze Weile nicht so aus, dass das so gut geht. Aber nun ist es so. Okay. Also, Esszimmer. Wir planen die Dinnerpartys. Na, sehr viele Leute werden da nicht kommen können. Aber muss ja auch nicht sein. Zur Küche. Ja, von den Magneten habt ihr eine ganze Menge gesammelt. Wohnzimmer. Ah. Das freut mich. Also sie hat, das stimmt, viel Platz und auch einen Garten. Wir können uns jetzt ein Haustier anschaffen. Sie hat ja immer Tiere um sich herum gehabt. Sie hat sie gezeichnet. Sie hat neue Charaktere entworfen. Sie hatte immer so ein, also die hat ja, finde ich das jetzt so das, wo da hing, dieser Hirschkäfer. Das Bild mit dem Hirschkäfer, das suche ich jetzt nicht. Das habe ich vorhin aufgehängt, ich glaube im Schlafzimmer. Also das, der Hirschkäfer auf dem Bild. Und sie hatte dann irgendwann mal so ein Terrarium, was sie von Wohnung zu Wohnung mitgenommen hat. Und da war auch ein Käfer drin. Und ich habe erst gedacht, dass das hier auch so ein Terrarium ist, bevor ich mir das genauer angeschaut habe. Und dann erst gesehen habe, das sieht aus wie ein Boot, auf dem so Gemüse ist. Ja, also das heißt, und das hat so eine leicht asiatische Anmutung. Könnte ein Mitbringsel sein, weiß ich nicht. Und jetzt können Sie sich eine Haustür anschaffen. Ach, das ist schön. So, und mal sehen, was hier steht. Die haben echt geheiratet. Unser neues Zuhause. Gut, okay. Damit ist Unpacking abgeschlossen. Mit diesem letzten Blick in den Eingangsbereich des neuen Hauses. Und ich denke, dass wir jetzt den Abspann sehen werden. Und da würde ich mich ein bisschen ausblenden. Hat mich sehr gefreut. Hier in den Let's Plays geht es weiter mit The Captain, was vom sprachwissenschaftlichen Punkt aus, was das Storytelling betrifft, faktisch der genaue Gegenpol ist. Deswegen habe ich die beiden Spiele ausgewählt, um die schön gegeneinander zu halten. Und darauf freue ich mich jetzt, weil es tatsächlich etwas vollkommen anderes ist. Das war Unpacking. Wenn euch das gefällt, kauft es, spielt es, genießt es. Es ist selbst dann ein Spiel wert, wenn man jetzt das Let's Play durchgesehen hat. Und ja, wir sehen uns dann, ich würde sagen, in ein paar Tagen hier auf dem Kanal mit der ersten Folge zu The Captain. Ja, alle, die Star Trek mögen und Point-Click-Adventure mögen und generell storygetriebene Spiele mögen, den sei es empfohlen, und alle anderen, wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Schöne Zeit. Ciao. The moving truck pulls up. There's a knock on the door. Now all your stuff is here in boxes on the floor. You open up a box, there is so much to do. I open up my heart, this is now a home for two. Your houseplant brightens up, the dreary windowsill. Your blanket keeps us warm,
Christmas.